Ich hoffe, wir können eine große Base bauen. Ich bin mal gespannt. Notfalls können wir auch jederzeit wieder umziehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ach du Scheiße, was ist denn das? Lebt der noch? Oder was macht? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ach, das sind Puppen. Es tut mir leid, aber Sie haben diesmal bei Great Appalachia Sweepstakes nichts gewonnen. Jetzt haben wir wieder einen Haufen Munition. Was machen wir? Wir ballern wieder alles hier. Ballschrott? Also treffen muss man schon. Gar nicht so einfach. Es gibt natürlich schon eine Funktion, dass man so einen Zeitlupen-Modus hat, ne? Aber... ich weiß nicht mehr, wie der funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Dann will ich das Licht anmachen, obwohl brauchen wir eigentlich gar nicht. Ist noch hell genug. Glücklicherweise. Was haben wir hier für einen? Flatwoods Unfallprotokoll. Nehmen wir mit. Wer weiß, für was wir es brauchen. Holz mitnehmen? Ja, als erstes werden wir natürlich eine Vorratskiste bauen müssen, um unser Zeug zu lagern. Obwohl, wir können ja einiges auch in unserem Camp lagern, so viel ich gelesen habe. Und ihr habt das natürlich auch in die Kommentare geschrieben, dass man einiges machen kann mit dem Camp. Wo geht's denn da hin? Oh Gott, da geht's in die Mine. Ne, da wollen wir jetzt nicht rein. Oh. Also den Tiger hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Manno. Ich hätte gerne irgendwie zwei so Katzen wie bei mir im... wie bei mir zu Hause. Oh, natürlich hier am Fluss müssen wir natürlich dann irgendwann auch einen Generator aufstellen, um natürlich Wasser aufbereitet das Wasser herzustellen. Oh. Hier wollten wir ja hin, ne? Ja, wir sind fast da. Also hier wollen wir ja hin. Ja. Ich bin ja auf der Karte einfach. Ist das Kohle, was man abbauen kann? Sieht so aus. So. Müssen wir natürlich aufpassen. Wie sieht es aus mit dem Wasser? Ja, unser Wasserhaushalt lässt langsam nach. Der Himmel sieht so geil aus. Und die Umgebung. Auf jeden Fall ist es deutlich grüner als in den letzten Teilen. Finde ich auf jeden Fall klasse. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Oh, was haben wir da schon wieder? Stecken wir uns mal. Hat der uns entdeckt? Natürlich. Warum auch nicht? Bleibe hier. So. Noch einer? Tafelmesser, so ähnlich. So. Jetzt sind wir an der Kreuzung angekommen. Wir laufen natürlich jetzt noch weiter. Wir haben natürlich hier gleich eine große Stadt in der Umgebung. Wichtig ist Wasser, ja, dass wir Wasser in der Umgebung haben. Vielleicht können wir über Strom-Dinger hier, also ein paar Masten anzapfen, was Strom betrifft. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, kann man hier einfach irgendwas hinplatzieren oder geht das nicht? Das ist eine gute Frage. Wir wären jetzt hier an der Stelle, wo ich gerne bauen würde. Ist ziemlich felsig hier. Mit Bauen wird hier schwierig. Aber wir hätten natürlich hier unten Wasser. Wir können ja mal gucken, wie das funktioniert mit dem Bauen. Wir müssen natürlich jetzt Z drücken. Z. Also wir könnten rein theoretisch hier bauen. Hier so auf die Straße? Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Auf jeden Fall wollten wir hier bauen wegen Wasser und so. So, jetzt können wir unser ganzes Zeug erstmal einladen. Endlich! Transfer mit R. Werden wir uns den ganzen Schrott erstmal, den gesamten Schrott lagern. Zack. Wie viele Plätze? Wir haben hier 400 Plätze, die wir nutzen können. Wo haben wir immer noch so viel? Wir haben immer noch 135. Was haben wir denn bitte noch im Inventar, was wir jetzt nicht benötigen? Sind das die ganzen Nahrungsmittel, die wir da drin haben? So. Jetzt könnten wir rein theoretisch bauen, ne? Bauen. Jo, jetzt können wir bauen. Ja. Wie kann man oben wechseln? Das würde mich jetzt interessieren. Ach, mit den Pfeiltasten. Nee, mit den Pfeiltasten geht das nicht. So können wir drehen. Ach, mit C. Wände, Dächer, Treppen, Türen. Geschütze. Generatoren. Strom. Okay, Licht.
Essen? Wasser? Ah ja, hier haben wir das Wasser. Das wäre natürlich... Ach, da brauchen wir Beton. Aber Beton haben wir doch... Aber da sind noch Base drin. Behälter. Grill. Bett. Bett haben wir auch. Stühle. Behälter. Alter, wie viel Zeug es hier gibt. Das ist ja unnormal. Wir gehen mal ganz vorne hin. Zack. So kürzlich. Gelagert. Ja, haben wir ja. Blaupausen. Haben wir ja eigentlich auch welche. Böden. Ja, das ist war's schon. Wir können natürlich im Boden hinbauen. Natürlich müssen wir das natürlich irgendwie dann auch synchron irgendwie und natürlich auch super zusammenklappen. Ich weiß nicht, ob das knipst. Ich weiß es nicht. Ich traue mich gerade nicht. Was ich natürlich jetzt gerne hätte, wäre natürlich was für Wasser. Dass wir unser anderes Wasser wegschmeißen können. Eine Kochstelle. Vielleicht hier. Ne, das würde ich dann gerne auf so einer Plattform bauen. Noch nicht. Ein Geschütz. Das braucht wahrscheinlich Strom. Hier haben wir einen Zaun. Generatoren, Stromanschlüsse, Licht, Essen, Wasser. Wasser würde ich jetzt gerne erstmal hier. So, können wir das hier hinstellen? Ne, können wir nicht, wir haben kein Beton. Wieso haben wir kein Beton? Das ist doch scheiße. Verlassen wir mal. Was haben wir jetzt hier? Transfer, was haben wir noch, was wir jetzt nicht brauchen, was wir unbedingt hier reintun? Das könnten wir jetzt reintun. Boah, was ist denn das? Guck dir einfach mal her. Schaden 15. Ach, die macht sogar mehr. Das wäre mir doch. Die wollte ich jetzt zwar nicht transferieren, aber vielen lieben Dank dafür. Mano! Das ist unfair. So, wo ist denn jetzt die Waffe? Ich bin so doof. Das steht doch hier drüben. 10 mm Pistole. So, jetzt haben wir sie wieder. So, jetzt rüsten wir die erstmal aus. Weil die ist ja geil. So. Mal kurz gucken, ob die auch wieder drin ist. Ne, da ist noch die andere drin. C ändern. Dann nehmen wir natürlich die 10 mm Pistole, obwohl wir die jetzt bestimmt keine Munition haben, oder? Ja, 108 Schuss. Aber die macht natürlich ein bisschen mehr Damage, das finde ich ganz cool. Was wir natürlich nur noch ausrüsten könnten, ist natürlich das Jagdgewehr. Jetzt wird's interessant. Das Ding würde ich mir natürlich... 156 Munition haben wir davon und macht 45 Schuss. Ja, dann müssen wir nochmal gucken, welche... Dann werden wir den... So wollte ich es eigentlich nicht machen. Wir wollen das hier ändern, C ändern. Und nehmen natürlich das Jagdgewehr dazu. Das Impro-Gewehr. Da müssen wir mal gucken, wie viel das Schaden macht. Das macht 31 und das macht 45. Reichweite 132. 120. Ist aber auch mehr wert, deswegen werden wir das hier aus einbasteln. Nee. Also ich komme gut rein, würde ich mal sagen. Klar, ist noch die Anfangsschwierigkeit beim Ausrüsten. Das können wir natürlich dann auch... sozusagen offline machen. Das müsst ihr mir dann natürlich mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gerne möchtet, ob ihr es offline haben wollt oder nicht. So, das Jagdgewehr haben wir. Haben wir noch irgendwelche Tomahawks, Monococktails, Monococktails haben wir noch aus. Das Splittergranaten haben wir auch noch. Ne, haben wir nicht ausgewählt, ne? Brauchen wir rein theoretisch auch gar nicht. Die Handgranaten haben wir noch. Haben wir noch irgendwelche anderen Sachen, die wir jetzt nicht benötigen? Wir haben so viel Zeug. Gummi. Eichhörnchenfleisch. Zucker. Ja, viel können wir nicht looten, weil das wollte ich doch gar nicht. Ich will noch... Wir wollen doch noch Zeug transferieren. Also wir machen erstmal das... Wie Waffen, wie zum Beispiel das Beil können wir erstmal hier rein tun. Die andere Pistole können wir hier rein tun. Die Pistole können wir rein. Die Leuchtpistole können wir rein tun. Die Mistkabel können wir auf jeden Fall rein tun. Die können wir rein tun. Das Jagdgewehr haben wir ja ausgerüstet. Ne, das hier unten haben wir ausgerüstet, genau. Dann nochmal das Ding, kurzläufig. Die sieht auch geil aus, ne? So, Kleidung. Gasmaske und den Armeehelm würde ich erstmal reintun. Den Partyhut auch. Das auch. So, dann haben wir bloß noch das. Da haben wir schon 111, das ist doch cool. So, was brauchen wir jetzt hier nicht? Abgekochtes Wasser. Aufbereitetes Wasser tun wir mal als Reserve bei uns rein. Die Blutpacks, die sollten wir auf jeden Fall erstmal aufheben. Was haben wir noch so im Angebot hier? Ach, wir haben hier so viel Zeug. Also nochmal. Zuckerbombe tun wir mal rein. Zuckerbombe tun wir auch rein. Verdorbenes Obst. Erkrankungsschock 9%. Die fliegt erstmal weg. Verdorbenes Gemüse, verdorbenes Fleisch. Die drei schmeißen wir dann erstmal weg. Was haben wir hier? Tattoo. Die essen Erkrankungschancen. Oh Gott. Bei dem gibt es keine Erkrankungschancen.
Also die drei Sachen hier, oder die vier Sachen, die fliegen jetzt erstmal weg. Definitiv weg. So. Hilfsmittel. Dann. Ablegen mit R. Jupp. Bestätigen. Und den Tattoo. Genau. Wir brauchen nämlich kein verdorbenes Zeug. So. Können wir denn eigentlich rein theoretisch eine Kiste bauen? Haben wir sowas wie für Ressourcen? C. Ne, haben wir nichts. Geräte. Wie können wir denn nach unten scrollen? Das würde mich jetzt interessieren. Ach so, okay. Dann müssen wir wieder. Stühle, Behälter. Behälter wahrscheinlich brauchen wir, ne? Behälter. Ah, eine Chest. Genau. Die brauchen wir. Da können wir dann auch was reintun. Die stellen wir natürlich synchron hin. Bauen. So, und dann haben wir wieder was bekommen. Geil! Ja. Die Platz hat. Achso, wir müssen das verlassen, bevor wir die auswählen können. Ey! So, dann haben. Da ist hier was drin, ne? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ach, das ist unser ganzes Zeug, was wir hier eingelagert haben. Ah, ich verstehe. Gut. Verstehe. Alles klar. Gut, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 100, wir haben 80 Slotplätze frei. Rein theoretisch können wir jetzt in die Stadt gehen oder wir machen unsere Quest weiter, die hier unten ist. Wir könnten ja einfach hier so im Kreis laufen, dass wir wieder hier ankommen, weil die Route scheint. Ja. Wir haben natürlich jetzt unser Lager. Das ist natürlich jetzt hier markiert auf der Karte. Das ist gut. Das heißt, wir können unseren Markierungspunkt wieder entfernen, wenn das geht. Gut, ich habe jetzt rausgefunden, wie man was entfernt. Ne? Also man klickt hier einfach auf die Cover und dann mit Enter. Ganz easy peasy. Muss man erst reinkommen. So, wir haben jetzt die Aufgabe, diese Mission hier unten zu machen. Und was haben wir hier oben? Und suche den Flughafen. Ja, die Mission können wir später machen. Wir gehen jetzt erstmal hier runter und machen das von der Aufseherin weiter. Ne? Tagebucheintrag von Insudun. Sultan, oder ist egal. Dafür laufen wir einfach hier lang. Gut, wir haben ja natürlich ein bisschen ausgerüstet. Alter, die Knarre ist so geil. Und das Jagdgewehr haben wir auch noch. Also, wir sind gut ausgerüstet und wir können natürlich auch wieder ein bisschen looten. Und was haben wir hier gleich wieder? Erst nochmal erledigt. Den zweiten haben wir auch erledigt, sehr gut. Was habt ihr für mich? Patronen und goldene Gabel. Jawoll, da kommt wieder Gold raus. Ah, ich freue mich so, dass wir jetzt langsam drinnen sind im Spiel. Hat auch lange genug gedauert. So. Dann laufen wir mal hier lang und wenn natürlich was Interessantes passiert, dann sag ich Bescheid. Oder ihr seht es ja am besten. Hier haben wir wieder so eine verseuchte Statue. Leider bringt das gar nichts, die zu machen. Oh, hier kommen wir wieder in eine Stadt rein. Wo kommen wir da hin? Wie ist die Stadt? Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Gucken wir mal, Wasser haben wir genug? Ne, wir müssen mal was trinken. Schnell was trinken. Abgekochtes Wasser. Kriegt man natürlich wieder Rad dazu. Es wird nie anders gehen. Auf jeden Fall habe ich mal das Licht angemacht, dass wir ein bisschen was sehen. Natürlich können wir jetzt wieder Baumaterial mitnehmen. Wir haben ja wieder Platz, ne? Wir können ja wieder einen Haufen Scheiße mitnehmen. Und haben natürlich wieder hier Möglichkeit, alles zu looten. Ach, ich freue mich so. Was haben wir hier so? Ist hier was? Nö, nicht. Vielleicht können wir wieder was zerlegen. Oder können wir so mal die Waffen, die wir jetzt gerade ausgerüstet haben, auch mal wieder reparieren. Das geht. Hey! Du spinnst wo? Ach, wir haben ja noch einen Stufenaufstieg. Dann machen wir dann. Machen wir dann. Hast du dabei? Oh Gott, das ist keine gute Idee gewesen. Aua! Oh, wir gehen nicht auf die zweite Pistole. Geht auch, oder? Boah, ey. Der hat ein bisschen Angst gemacht gerade, ne? Also. Mit der Pistole wäre vielleicht hier besser, dass wir mehr Schüsse haben. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas Interessantes? Das? Ein Topfhandschuh. Ne, klar, den brauchen wir. Zucker. Kühlschrank. Geht nicht auf, oder was? Nech. Schüssel. Haarklammern brauchen wir natürlich auch, um Safes aufzuknacken, wenn wir welche finden. Toilettenspülung. Ich glaube, die funktioniert auch nicht mehr. Was haben wir denn hier? Mechanikanzug nehmen wir auch.